Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauer auf der Tribüne und im Livestream. Wohlwollende Enthaltung kann ich mich gut anschließen. Auch wir sehen viele gute Punkte im Gesetzentwurf, keine Frage. Da möchte ich einfach mal nennen, die Experimentierklausel, die finden wir eine hervorragende Idee, weil nicht alle Kommunen sind ja oder möchten direkt einen großen Zweckverband gründen mit der ganzen Sperrigkeit, die Kollege Abocat gerade schon genannt hat. Das finde ich ist eine hervorragende Geschichte, um auch kleinere Kommunen daran zu führen, die das große Bürokratiemonster noch nicht schaffen wollen. Das ist eine schöne Sache, finde ich. Auch ist es sehr sinnvoll, dass Kommunen ihre Aufgaben zusammen wahrnehmen und gerade die Neugestaltung oder die etwas präzisere Gestaltung des ersten Paragraphen im Gesetz bringt da ein bisschen mehr Verfahrenssicherheit. Das ist sehr zu begrüßen. Was auch extrem gut ist, finde ich, ist, dass das Kündigungsrecht erstmals bei Zweckverbänden überhaupt erwähnt ist, dass man das besser ausgestalten kann, keine Frage. Vielleicht muss man da aber auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln, wenn man das Ganze flexibilisieren will. Dass man in den Kommunen dann durch die Zusammenarbeit Synergien nutzen will, alles gut. Muss auch so sein. Und gerade IT bietet da hervorragende Möglichkeiten. Was ich nicht so gut finde und was dann zu nur einer Enthaltung führen wird, ist, dass die Verbandsversammlungen, die hier mit den Zweckverbünden einhergehen, nicht besonders gut geregelt sind. Hier gibt es keine Regelungen dazu, wie die Verbandsversammlungen sich nach außen darstellen sollen. Es gibt keine Regelungen dazu, wie offen die kommunizieren. Es gibt keine Regelungen dazu, ob es da überhaupt Protokolle geben wird, wenn diese Verbandsversammlungen tagen. Es gibt keine Regelungen dazu, wie der Minderheitenschutz in diesen Verbandsversammlungen auszusehen hat. Das sind alles Punkte, die ich für extrem wichtig halte und die im Gesetzentwurf leider nicht wiederzufinden sind. Dementsprechend ist das ein Mangel an Transparenz, den ich auch in den Ausschusssitzungen angesprochen habe, der leider nicht behoben worden ist. Von daher wäre das jetzt schon eher eine nicht so wohlwollende Enthaltung. Gleichwohl sehe ich den Gewinn, den die kommunale Zusammenarbeit grundsätzlich bringen kann. Was ich auch nicht so sehe wie die regierungstragenden Fraktionen und auch nicht wie die CDU-Fraktion, ist dieses hochgelobte Kompetenzzentrum. Ich fand eigentlich, in der Anhörung ist rausgekommen, dass wir mit unseren kommunalen Spitzenverbänden schon ganz gute Ansprechpartner haben und dass wir da auch durchaus ein bisschen mit denen zusammen weiterentwickeln müssten. Und das müsste nicht ein Kompetenzzentrum sein, was von außen quasi draufgesetzt wird. Das finde ich nicht ganz optimal. Auch finde ich nicht ganz so schön, dass wir das Gesetz jetzt hier so schnell durchwinken, bevor wir beim RVR zu einer tragfähigen Lösung gekommen sind. Da wäre es meiner Ansicht nach sehr sinnvoll gewesen, wenn man da auf eine gemeinsame Lösung gesetzt hätte, weil wir da ähnliche Problematiken haben. Da wäre es schon sinnvoll gewesen, beides zusammen abzuhandeln. Also, Nachteile, Vorteile heben sich so ein bisschen auf. Ich tendiere dazu, positiv zu denken und zu hoffen, dass es dann doch besser wird, als der Gesetzentwurf sich erstmal liest. Von daher positiv geneigte Enthaltung, da kann ich mich anschließen. Das empfehle ich auch meiner Fraktion. Vielen Dank.